So, herzlich willkommen zurück zu meinem Typenkom 3D Let's Play. Auf geht's im Level 5 Movie Set. Und ja, da springen wir erstmal herrlich von einem Helikopter ab und nehmen erstmal kräftig Schaden davon. Genau. Werden herzlich von ein paar Drohnen einfach. Autsch! Und von Pigs. Naja, geht so, ne? Es war auch ein bisschen schmerzhaft, Duke. So. Und hier müssen wir jetzt auch ein Secret Level finden. So, ja. Da ist doch Helf. Mission und der kaputte Heli. Jupp. Und ein toter Pickkopf, ne? Wenn wir mit unserem Absturz wenigstens einen Pickkopf getroffen haben, na, dann wissen wir ja, wir haben alles richtig gemacht. So. Speichern. So, da kommt gleich ein Gegner, Lee. Ich glaube, das friere ich ein. Ich weiß aber nicht genau, wann das kommt. Kommt jetzt schon? Ich glaube erst, wenn ich oben bin, ne? Ich glaube, das soll man sogar einfrieren. Haha, bist du runtergefallen? Tja, das, was ich letztes Mal nicht machen konnte, in dem anderen... In dem vorigen Level, ne? Konnte ich hier nachholen. So. Und noch mehr einfrieren, weil da ist ja noch mehr Munition eigentlich, ne? Sollten wir noch nicht mitnehmen, denke ich. Hier ist ein bisschen dunkel, ne? Oh, scheiße. Jupp. Hoppla. Irgendwie hat mich diese Explosion noch ein wenig mitgerissen. Aber wir wollen erstmal hier. Wow, steh doch bitte. So. Na? Damit hier. Die Antwort darauf habt, ob ich bezahlen möchte, ne? Ich möchte nämlich offensichtlich nicht bezahlen, wie ihr seht. Ja. Ich höre hier schon wieder eine ganz böse Sache. Sag mal Boomstick, obwohl ich ihn platt getreten habe. Oder nein, nee, das galte dem Pickup noch. So. Leuchtende rote Schweineaugen. Hier hinter bestimmt. Boah, die ist ihm zurückgeschlagen. So. Ja, das waren sie. Sogar ohne Explosivzeug. Hier wäre sogar noch so ein Ding gewesen. Gibt's ein sehr geiles Secret, aber das war ich mir, glaube ich, ganz zum Schluss auf. So. Denn diesmal will ich definitiv mit vollem Helf raus. So, jetzt können wir hier rein. Weißt du, ich habe die doch mitgenommen, erzähl mir doch nichts. Na? Eindeutig habe ich sie mitgenommen. So. Das war nie anders. So, Ach, geh weg mit deinem Gammelzeug. Perfekt. So, weiter geht's. Und das ist so ein Geschütz. Perfekt für die Pistole. Ja. Das finde ich so lustig, dass die mit der Pistole leicht down gehen. Oh, da war ein Pickkopf, glaube ich.
Nee, das war kein Pickup, das war eine Kamera von unserem Movie-Set hier. Mal so. Nachladen ist sie. Gut. Weiter. Habe ich, glaube ich, auch noch ein. Sterben bitte. Du auch. So, wer will noch mal, wer hat noch nicht? Der Pickup. Mein Gott. Was hat denn der Pickup in der Geschwindigkeit drauf gehabt? Sie kam mir mal irgendwie schneller als normal vor. Ey. Mann. Mehr gibt's da nicht zu sagen, außer nur Mann. Du bist doch mit Absicht dahingestellt, weil ich dem Typen Bild in die Fresse schießen soll, ne? Gib's zu, dass das so war. So. Oh Gott, das hätte ins Auge gehen können. Geh mal raus hier jetzt. So. Gut. Speichern. Leichensalat hier. Noch jemand? Nö, sieht gut aus. Gut. Müssen wir erstmal wieder unsere typische Kaputtmach-Aktion machen. Ne? Kaputt schlagen hier. So. Oh, hier ist auch noch was. Zack. Lass mich da drin. Na komm. Das schaffst du, Duke, komm. Na also. Wo eine Kanalisation ist, sind Slimers nicht weit, ja. War da noch einer? War doch noch einer, oder? Ja, da ist ein Secret. Oh, da sind Drohnen drin. Huch. Ach, warum sind denn da jetzt Drohnen drin? Ist nicht so gesund, die müssen nämlich weg. Oh, noch ein, ich glaub's doch einfach nicht. Na gut. Oh, jetzt reicht's mir langsam mit dem Runterfallen. So. Na gut, dann hole ich dich jetzt da so raus. Stirb halt. So. Nein, och. Das war leider nicht die Tasse, die ich erwischen wollte. Und ich habe das vorhin geschafft, also, ne? Sehe ich jetzt nicht ein. Ach komm, warum konnte ich jetzt auch nicht speichern eben? Ah. So, jetzt die Taste. Dankeschön. Krr. Aber stecken sich da so dumme Drohnen drin? Ich glaube das ja wohl nicht. So. Gut. Problem gelöst. Was haben wir da noch? Ach so, das war nur das Ding. Ja, okay. Das heißt da. Oh, da war noch so ein lustiges Schleimvieh. So. Ich frage mich gerade, ob es sinnvoll ist, da oben durchzugehen oder
das? Sind OP-Korps. Vor allem nur, ne? Oha! Oha! Oha, oha, oha! Sich einfrieren. So, ich will, dass du jetzt eingefroren bist. Eingefroren gefällst du mir nämlich gut. Ja. Nee, wir hatten ja auch gerade Munition dafür über, deswegen bot sich das so schön an, den einzufrieren. So. Pipe-Bombs. Ah. Verdammt. So. Gut, dann müssen wir nochmal kaputt machen. Oh, nice Jetpack, cool. Und da oben ist noch so was. Wollen wir ja auch mitnehmen, ne? Dann haben wir noch so ein neues Ding. So. Dann ist hier das Secret Exit. Aber da wollen wir auch noch nicht hin. So, wir wollen nämlich jetzt erstmal. Hier kommt nichts Neues, nö. Nochmal hier rein. Was? Ich bin roten Schlüssel noch nicht geholt. Ja, der ist hier drin. So. Zack. Der war ja reaktionsträge, der Typ. Muss man ja sagen. Bam. So. Das Sprinkler-Munition, aber wir sind glaube ich auch noch Gegner, Lies. Allerdings, da ist aber irgendwie noch ein bisschen mehr explodiert. Jo. Allerdings. Das zählt nicht als Secret im Übrigen. So. So. Ein Raketenwerfer Lee. Und unsere Schlüsselkerli. So. Gut, dann haben wir hier soweit erstmal alles. Aber hier draußen muss ich nochmal hin. Da ist nämlich noch so ein kleines Secret Lee. So, da ist noch ein Schrinker drin und schon wieder ein Jetpack. So. Und ein bisschen Shotgun Lee wäre schön, ne? Mensch, wir haben hier hauptsächlich Shotgun benutzt, wie es scheint. Ne, das ist nur so ein Gedönsel vom Vieh, aber keine Shotgun. Hm, ich sehe schon, ich hätte mehr Shotgun benutzen müssen. Bestimmt auch noch geht. Auch nicht du! Den habe ich jetzt gar keinen Bock auf. Ich habe auch mit dem ehrlich gesagt wohl nicht mehr gerechnet. Wie mache ich denn den jetzt platt? Also schränken darf ich den ja nicht, weil ist ja so ein bisschen ja so wie ich es mir vorstelle einen schweren Weg zu besiegen. Was zur Hölle? Hätte ich schon mit dieser obligatorische Minigun von dem. Interessant. Wirklich interessant. Für den
Für die Leiche von dem Battlelord fehlt offensichtlich noch ein 3D-Modell. Nur lebendig ist er komplett. Schade, dass das HRP da noch nicht so weit ist. Da gibt es noch kein 3D-Modell für, ganz offensichtlich. Das ist natürlich schade. Ja, hier ist doch neue. Jo, wieder fast voll der Dinge. So. Alles im Grünen. Ich habe so viel Hilfe, ne? Voll cool. Warum habe ich überhaupt geladen, wenn die eh immer so viel Hilfe rumliegt? Das will ich natürlich auch noch haben, das Zeug. Was machst du jetzt? Achso, du machst den Zugang zum normalen Exit auf, ja. Wer es braucht, ne? So. Gut, haben wir denn jetzt alles? Ich glaube, ich muss nochmal zu meiner Shotgun hin. Ah, ich weiß noch, wo die Devastator war. Zu meinem Lieblingsort. Um mich in der Lage bin zu benutzen. Warum gibt es ja eigentlich so viele Jetpacks, wenn man das so leicht lösen kann? Fragen über Fragen. So. 6. Gut. Ach ja, das war ja, genau. Kann ich gar nicht so richtig nutzen, wie ich das eigentlich vorhatte. Ich kann mich nur eins davon nehmen. Das Level war jetzt echt einfach. Meine Güte, da war L.A. Rumble ja wohl deutlich schwieriger, ne? Kann man ja mal wohl so sagen. Also das Ding war ja jetzt echt keine dicke Nummer hier. So, speichern und raus hier. Ja, sieht man auch an der Zeit, wie wir für das Level gebraucht haben. Ja, also das war jetzt auch wirklich echt easy, das Ding. Jo. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal mit dem Secret Level wieder. Das müsste eigentlich Teardrops gewesen sein. Ist ein recht interessantes Level. Und ja. Nutzt auch ein Engine-Feature aus, was hier ein bisschen was Besonderes ist. Und ja, sowas ähnliches hatten wir auch bei Lunatic Fringe Secret Level gehabt. Da wurde nämlich auch ein Engine-Feature ausgenutzt, was was Besonderes ist. Und geometrisch eigentlich nicht, ja, das ist so ein bisschen interessant. Okay, ja. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, wie gesagt, und ja, bis zum nächsten Mal, das nächste Mal mit Teardrops wieder. Bis dann, bye bye.